Eine große Rolle bei der Longevity oder überhaupt bei der Gesunderhaltung spielt der Stoffwechsel. Wir müssen uns den Körper vorstellen wie ein Hybridfahrzeug. Wir haben einen Elektromotor und wir haben einen Verbrenner. Und während der Elektromotor schnell da ist und sofort leisten kann, hat er nur eine kurze Reichweite. Im Gegensatz zum Verbrenner, der eine lange Reichweite hat. Ähnlich ist unser Körper gebaut. Das ist jetzt ein sehr vereinfachtes Beispiel. Der Elektromotor ist unser Kohlenhydratstoffwechsel. Dieser springt schnell an, aber er hat keine Leistungsfähigkeit. Auf der anderen Seite steht der Fettstoffwechsel. Das ist sicherlich der gesündere. Das ist der, der uns lange trägt. Das ist der, der viel Leistung auf lange Strecke bringt. Nur ist es so, dass wenn wir den Fettstoffwechsel nicht regelmäßig abfragen, unser Körper in eine Gemütlichkeit übergeht und sagt, nun ja, ich muss hier einfach nur rufen, dann kriege ich was Neues. Das sind dann die Patienten, die immer wieder erneut ständig was essen müssen oder ständig Nachschub brauchen. Das heißt aber, dass sie auch keine Reserven haben. Wenn wir in eine Therapie reingehen, die mit Longevity oder mit Gesunderhaltung zu tun hat, ist für uns die Messung des Stoffwechsels extrem wichtig, weil wir daraus sehen, wo unsere Patienten ihre Energie herbeziehen und dann entsprechend agieren können. Wir beraten sie, wir können ihnen helfen, aber vieles davon können sie selber machen und dafür brauchen wir halt die Werte. Zur Stoffwechselanalyse gehört auch die Körperzusammensetzung, das heißt, wie viel Fett, wie viel Wasser und wie viel Muskulatur. Fett ist nicht immer nur schlecht. Es gibt protektives Fett, es gibt das essentielle Fett. Nur das Überschüssige, das gilt es zu beseitigen. Das ist meistens das Bauchfett, das durch zu viel Glucose dort abgelagert wurde. Das zweite ist Muskulatur. Muskulatur ist extrem wichtig. Es schützt nicht nur unsere Gelenke, nein, es ist auch Energieproduzent. Leider ist es so, dass wir im Alter ab 40 1% unserer Muskelmasse pro Jahr verlieren. Das heißt, wir müssen mehr trainieren, um zu erhalten, als es in der Jugend notwendig war. Zudem ist Muskulatur unser wichtigster Wasserspeicher. Und wo es fließt, ist Leben. Das heißt, viel Wasser ist wichtig und das sollte mindestens 60, besser 65% unserer Körpermasse ausmachen. Und daher sind diese drei Faktoren sehr wichtig für uns zu wissen. Es sind kleine Stellschrauben, die aber Ihrer Longevity und Ihrer Gesunderhaltung helfen werden. Und nicht zuletzt gucken wir uns noch die Herzvariabilitätsrate an, um zu sehen, wie gut Ihr Herz auf Stress reagiert, um da entsprechend auch helfen zu können. Kommen Sie vorbei, der Full Body Scan wartet auf Sie.